Schon wieder Synchro-Problem. Naja, egal. Also dann, hallo und herzlich willkommen. Scheißegal. Einfach Ja, machen. was soll ich tun? Ich versuche das irgendwie zu synchronisieren. Wenn ich es nicht tue, tut's mir im Vorhinein leid. Ja, was wollte ich sagen? Hallo Leute und herzlich willkommen. Der Delta ist auch gleich da. Panos und Nick fahren jetzt mit mir ein bisschen Drift. Und ja, wir rocken wir das Game. Auf keinen Fall. Ne, niemals. Machen wir nicht. Niemand. Das ist doch scheiße. Warum starte ich als letztes? Oh, und ich als erstes. Low Level 4. Yeah! Bin ich voll dafür. Schlicht gehalten, mein Lackierter wunderschöner. Dodge. Ja, wunderschöner Dodge. Leck Delta mich stand fast auch aus schief. mein Cabrio. Bitte? Delta stand gerade bei mir schief. Auf der Startbahn. Mit Eibach war schief. Da haben wir uns Geduld, kann man machen, ne? Oh ja, Ganz nett. gut. Oh Nicht so ja! schlecht. Alter, war das knapp. Ah, erste Kurve so scheiße angefahren. Ah, das war schlecht, da wäre mehr drinne gewesen. Boah, die zweite Letzte Kurve habe ich alles verkackt. entscheidende Kurve. Du Psychopath, Mann! Idiot, Wichser. Mal sehen, was ich für einen Platz reiße. Ich hoffe zumindest dritter. Oh, die Kurve habe ich auch nicht gerade so deutlich Oh, gemacht. alles Alles andere andere wäre wäre schlecht. Komm, 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 komm. Yo! Panos Ah, mal was? abgezogen. Gelb, alles klar. Yo! Oh, Nächsten abgezogen. ja, so Nein! Ich hab sogar noch verkackt, die paar Kurven da, die zweite auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich habe auch Da hab ich richtig einige verkackt. Kurven, Und darauf habe ich kann's die eh erste ansehen. mitgenommen. Da hat er sich schon zu früh gefreut. Ja, naja, was die Freude ist alles. Die Vorfreude. So, ich muss mal ganz kurz was machen, weil. Ja, egal. Machen wir einfach mal so. Weil halt ist so. Weil halt ist so, ja. Muss ja nicht jeder wissen, was ich gerade mache. Also, Das. kannst du wohl die Hand wieder aus der Hose rausnehmen, ne? Ja, ich weiß. Okay, fahre ich halt wieder mit zwei Händen, okay. Bin ja nicht so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, ich bin müde. Schön. Yeah, Duell. Und ich fahre schon wieder gegen den Computer. Pano, warum bist du gelb? Was ist da los? Danas, was los? Nur los sein. Alle weiß und du bist gelb. Ja, klar, nur wegen, weil ich C-Dog einmal gerammt hab, du bist gelb. Ja, beim Driften rammt man doch auch nicht. Ist dafür, wenn er so lahmarschig fährt. Gott, S4. Oh. S4 auf Duell, oh mein Gott. Ja, 10 Kilometer, Okutama. Ah, das ist Mama Schule. Veto. Mama Veto, komm. Haben wir Checkpoint, ist Checkpoint eins. Assigned? Ja, das ist nett. Nur in Ding. der Indie gefällt mir nicht, ne? Was nehmen wir denn mal? Was nehmen wir denn mal? Immer Camaro. Ja, wir mal Giulietta. Der Delta nimmt auch Giulietta, aber ich glaube, der ist noch nicht da. Der ist auch nicht da, ne? Das ist das Auto, mit dem er halt zuletzt gefahren ist. So gelacht, wenn das eine Driftkarre gewesen wäre, ne? Passiert, ne? Eieieiei. So, Podiumsplatzierungen 45 schon. Und das bei schlappe 881 Kilometer. Da bin ich die letzten zwei Autos mehr gefahren. Also im letzten in Real Life bin ich die letzten zwei Wochen ein bisschen mehr gefahren. Ist halt doof. Was soll's? Ich rede irgendeinen Scheiß, weil ich nicht weiß, was ich reden soll. Weil du müde bist wahrscheinlich. Ja, das auf jeden Fall. Oh.
Oder aber scheiße genommen. Ah, ich auch gerade. Von innen nach außen, das geht ja mal gar nicht. Ideallinie 0%. Alter, Nick, bist du schnell. Ja, was denn? Boah, die Kurve hast du auch sehr gut genommen. Aber eindeutig. So, da verzieht ihr jetzt hier davon, ne? Sorry. Meine einzige Chance wäre eigentlich... Nee, ich bin nicht so. Ah, willst du rammen? Du kommst dir nicht auf die Idee, dass du überholst, ne? Natürlich. Nee, du doch nicht. Wenn ich eine Kurve besser nehme als überhole, natürlich. Na, wird nicht mehr passieren. Der Delta wurde zweimal disqualifiziert. Also wenn du die nicht besser nimmst, weiß ich es nicht. Ja, habe ich besser genommen als du. Ja, gründlichst verkackt. Ups, da habe ich bestimmt zu früh gegengelegt. Ah, ich komme gerade gar nicht klar, ich sollte dann aufhören bald. Deswegen nehme ich lieber am Wochenende auf und ein bisschen vorproduzieren. Weil ich da ein bisschen ausgeschlafener bin, ey. Bin ja schon wieder seit 5 auf dem Bein. Nicht 5 am Nachmittag, sondern in der Früh. Ich wurde aber auch heute Morgen um 4:30 einmal geweckt, weil die unter mir sich streiten mussten. Ja, das macht man doch um 5, ne? Natürlich. Ja, morgen ist 4:30 in Deutschland. Pärchen streiten sich und wecken damit andere Leute. Morgens 9 Uhr in Deutschland. Hey, wo ist mein Knappers? Meinetwegen können sie sich mittags in Polen. Hab ich gefunden. Lecker, Knappers. Beste Scherz über. Boah, jetzt hab ich aber die Kurven besser genommen wie du, Nick. Ja, kann passieren. Das kann leider nicht immer so klappen, ne? Ja, richtig. Oh, da rutsche ich ein bisschen zu weit raus. Schön. Werde ich wohl Zweiter, ne? Panos ist so weit hinten. Wie viel Zeit hast du noch? Minute. Ich hab einmal abkürzen bekommen. Leute, jetzt hab ich abkürzen bekommen. Ich bin auch drüber gefahren, dass nichts passiert. Am Arsch. Ich hab da schon einiges mehr abgekürzt, ey. Das wird wieder so eine knifflige Aktion hier. Ich hab nichts gemacht. Das ist natürlich scheiße, ne? Wenn man dann neben dran vorbeifährt. Ja, ich wollte ihn überholen, gemacht. So wie man das Profi-like macht, ne? Aber ich habe echt nichts gemacht, ich bin einfach nur gefahren. Ja, ich bin einfach geradeaus gefahren, du bist irgendwie selber weggeflogen. Muss ich hier halt wieder gut fahren? Jetzt haben wir alle mal abkürzen bekommen, weil es so schön war. Ja. Ich wurde halt zurückgesetzt. Ah, da bist du auch ein bisschen rausgekommen, ne? Ja, der rutscht sehr gerne weit nach außen, der Camaro. In den Kurven könnte der Giulietta ein bisschen bessere Beschleunigung haben, so, ne? Tja, das passiert, wenn mich mein Car da am Controller anstupst. Dann holt Panos auf einmal ganz schnell auf und ich verliere das Rennen komplett. Nochmal abkürzen bekommen, da kann ich mich ja gleich in die Wand setzen. Das könnte wohl sein. Panos, du kriegst 100 €, wenn du jetzt immer nur geradeaus fährst. Ich würde es machen. Wer garantiert's?
Let's Play Force. Alles klar, ich will erstmal das Geld sehen. Da ist das Geld und dann fährst du geradeaus oder was? Oh, Scheiße. Du brauchst die gleich wörtlich nehmen hier und ich krieg nochmal abkürzen, weil mir mein Kater anstupst. Das ist ja geil. Ah, gefällt oh. mir. Sollst du noch öffnen? Das machen. Ja, mein Kater hilft euch. Jetzt schon wieder stupst er mich ran hier. Was soll denn das? Was will denn der von mir? Futternapf ist voll. Wer hat Zuneigung? Weißt du weg? Fenster. Dann hast du deine Ruhe. Er kommt aber wieder. So habe ich verloren. So, ihr könnt jetzt beide stehen bleiben und dann abkürzen. Ist es erledigt. Ja, die paar Sekunden noch. Ciao, boom. Nick, ich glaub, du fährst schon alleine, ne? Ja, du fährst genau. Schon alleine. Ja, ich hab ihn noch 3, 2, 1. 1. Baba! 6. Na ja, die letzte hab ich noch gekriegt. Aber mehr krieg ich nicht. Baba! Das mach mal in Hardcore, ja? Dann scheidest du in der letzten Sekunde aus. In Hardcore gibt's ja keinen Checkpoint. Weiß. Ich habe mal versucht, in Hardcore in der letzten Runde mich ins Ziel reinzudrehen und habe meine Karre dabei geschrottet als erster. Natürlich wollte ne? So ganz elegant, wisst ihr, so wie man das oft macht, ne? Kurz vor Ziel Handbremse umdrehen und rückwärts rein und ich schrotte die Karre dabei. Das ist sehr schlecht. Ja genau, das ist meine eher schlecht. Meint ihr nicht erstmal für 2 Minuten weg oder so? Ja, wahrscheinlich baut er jetzt noch das ganze Auto auseinander und... Ich meine, wir sind fast 6 Minuten umgefahren, also. Naja, wir nehmen schon wieder 12 Minuten auf, Alter. Ja, deswegen. Das yeah, ist Drift, das eins. Heute ist eine Drift-Session, ne? Und schon wieder Indianapolis. Ich hab aber keinen Bock auf Indy. Kann man Strecke ablehnen? Könnte man. Könnte also man eventuell machen und Alter, wir fahren alleine. Ich mag die Strecke aber. Ich mag aber Indy nicht. Ich aber. Ich hoffe S1. So beschissene Driftstrecken, die ist gut. Ja, ich mag lieber die beschissenen Driftstrecken. Alter, das dauert immer so lang, ey. Renntyp lassen wir. So, machen wir jetzt Strecke ablehnen, okay? Weil dann kriegen wir auch vielleicht S3 rein. Nee, kriegen wir nicht. Es geht um Strecke ablehnen, nicht um Stufe. Ich hab doch gedrückt. Ich schwör, ich hab gedrückt. Schwör. Schwör, Digga. Schwör, ne. Na, was soll's. Da, mein Klassiker. Vom Klassiker, Klassiker, Klassiker. Ja, Delta geht mit Giulietto driften. Der geht sich disqualifizieren lassen. Ja. Panos, weißt du, was ich schade finde? Was? Dass wir das damals nicht aufgenommen hast, wo du mit dem Ariel Atom gegen Giulietta und Co. gefahren bist. Ach so. Das war richtig, richtig nice. Zum Bug hatte ich letztens auch mit Delta. Wirklich? Da hatte ich auch Ariel Atom. Ich hatte Duell, aber die sind ein Rennen gefahren mit, ich glaube, S2. Und ich bin dann ganz in Ruhe einfach alleine diese Duellstrecke gefahren mit dem Ariel Atom. Und hast dabei gewonnen. Die sind ihr Rennen gefahren. Nö, das war so, ich bin dann letzter gewesen oder so. Okay. Ich habe aber für mich ganz normal das Geld gekriegt, als wenn ich gewinnen würde. Okay. Ihr seid Bastarde. Viel Spaß. Viel Spaß, Delta. Alter, was geben wir dafür? Boah, die Kurve verkackt. Oh, Alter, erste Kurve mal ordentlich verkackt hier. Alter, es ist gerade mega schlecht, ey. Ja, geht besser. Oh, da kommt der Delta.
Na, immerhin. Immerhin. Solche Wichslappen, ey. Anstatt dass die mich irgendwie kicken oder rausgehen und nochmal neu machen, nee, die machen das Let's Play einfach weiter, damit ich hier schön meine Platzierung verschlechter. Ey, du wurdest ganze Zeit disqualifiziert, das heißt, deine Platzierung hat sich nicht geändert. Ach so, wenn wir disqualifiziert... Das hätte ja nicht geändert, wenn wir rausgegangen wären und ein neues Ding gesucht hätten. Du wärst immer mitgejoint, weißt du? Dann wartet man auf seinen Kumpel, Junge! Ja, sagt der sagt nur, oh, ich bin nur ganz kurz weg. Nur war für nur, zwei ja. Minuten weg, wie viel sind wir? War eine Viertelstunde ja, 14 weg, ne? Minuten. Ja, sorry. Folgendes. Was für eine Platzierung hatte ich eigentlich jetzt? Letzter. Naja, letzter. Ja, Alter, du bist mit Giulietta gedriftet, aber für das hattest du eh keine schlechte Punktzahl. Ja. Der dritte Platzier hatte nur knapp 50.000 mehr. Ja, das war ich. Ey, Duell! Duell! Oh, jetzt kommt es endlich. Erst zwei auf. Jetzt kommt raus. Es. Nee, brauchst du nicht mehr. Nee, nicht rausgehen. Ach komm, Alter! Snickers, hau ab. Banos? Ja? Komm rein. Aber flott hier. Flotti Garotti. Uberfahren. Banos! Banos? Neo ist weg. Ich muss alleine fahren. Alleine zu fahren ist immer noch besser als gegen Snickers. Oh Mann, keiner mag. Mama, Veto, ne? Na komm, Mama, Veto, eine lange Strecke wäre gut. Mama, Veto, Mama, Veto. Oh ja, Veto. Doch, oh, 10 Kilometer. Ja. Jetzt dürft ihr schön fahren. Tota Syr, ja. Panos ist gestorben. So, Panos, was nehmen wir denn so? So, ich muss ja leider den Audi nehmen, was mir gar nicht ins. Prinzip passt, Wann ne? Was nehmen wir denn? Nimm einen Mazda RX-7, das passt schon. Zu Fuß schon. Nehmen? Zu Fuß? Panos ist weg, Panos ist weg. Panos ist weg. Dann mal schauen, was ist jetzt denn besser, Skyline oder Audi? Also sie sollten relativ gleich aussehen. Sie sind relativ gleich, ja. Nur der Audi hat den Nachteil mit den Lüften, ne? Der ja, bingo. Ich gerne mal weiter. Also mit einem Audi muss man ein bisschen kontrollierter fahren als mit einem Skyliner, ja. Mit einem Skyliner kann okay. Man dich volle Kanne in die Kurven reinhauen und da passiert nicht viel. Dann bin ich mal gespannt. Wie gefällt dir übrigens meine Karre? Habe ich ja schon im Let's Play gesehen, die sieht geil aus. Oh ja. Grün, schwarz und weiß, das passt. Sagen wir sind todhässlich. Nein, ich meine, wenn es doch geil aussieht. Es passt zu Audi. Die Beschleunigung hast du ein bisschen besser. Und da hab ich mir Eier in der Hose war außen und hab trotzdem die Kurve als erster verlassen. Okay. Okay, deine Karre zieht aber um einiges besser weg als meine. Alter, so, ja, mit dem Drift. Oh. Lass mich halt vorbei, wenn ich schneller bin. Nee, da muss man vorbei können. Alter, ey, ich muss sagen, ich bin gerade enttäuscht von dem Audi. Guck mal. Ja, ich zieh dich ab. Muss mal schauen, ob der schon getuned ist oder ob ich den noch herrichten muss. Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Könnte es ja, sein, dass er noch nicht getuned ist? Ja, es könnte sein. Alter, das darf doch nicht wahr sein, dass der so zieht hier. Da hast du die Kurve besser sein. Genommen? Ja, es war nicht schwer, ne? Ja, ich gehe aber von den bei den Kurven vom Gas runter, dann kommst ein bisschen näher. Dann ist das Let's Play nicht so langweilig. Ja, damit es nicht langweilig wird, wird gerade mein Akku leer. Ja, so lange hält er schon noch.
Ah, ich hoffe es. Natürlich, wenn da steht Akku leer, dann hält er noch. Kannst du locker noch eine Stunde damit spielen, glaube ich. Well, da warte doch mal ein bisschen, ey. Meine Karre ist nicht getötet. Nee. Angst, dass ich dich ziehe, oder was? Ja. Angst. Das passiert Alter. Immer. Da hat sich erstmal mein Laptop verabschiedet. Oh. Oh. Wurde zu warm nach 8 Stunden oder so. Kann man erwarten, ne? Ja, wahrscheinlich gleich wieder. Dann bin ich wahrscheinlich auch ganz off. Kid Delta, ich fordere dich jetzt schon mal zur Revanche auf, ja? Da werden wir mal so spielen. Skyline und gegen Skyline, oder was? Nein. Will den Auto mal getuned haben, dann ja, schauen wir weiter. Mir ist er bald 14, kann er sich den jetzt mal auch holen. Und oh, da hat es mich aber hier im Hammer überschlagen. Bonek, du bist jetzt wieder am Arsch, da. Ich fahr perfekt in die Kurve, ne? Aber wirklich perfekt. Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Du machst es spannend hier! Ja! Absichtlich oder unabsichtlich? Nee, unabsichtlich! Ich wollte die Kurve richtig geil driften und ja, wurde aber wohl nix. Alter, wie schnell seid ihr? Ja, Nick kann fahren. Oh mein Gott, da war eine Kurve! Ja, da war eine Kurve. Ja, jetzt hast du mich abgezogen mit dem getunten Nismo. Na! Aber wahrscheinlich ist da. Ey, komm, geh schnell raus, tune den und dann kommst du wieder. Oh mein Gott, das war eine Sekunde schneller, weil ich, obwohl ich so viele Probleme hatte. Ja, aber ob ich den Delta ziehen kann, sehen wir in der nächsten. Ja. Ja, du meinst es. Danke, Panos, genau. Das war Bis zum nächsten Mal, bye bye. Tschüss. Ja.